Runter! Seid ihr! Die Hosen vorne, das siehst du wohl. Wechsel mal die Position, dann kannst du ein paar Bilder machen. Ja. Sebastian, da kommen jetzt drei Typen. Drei? Ja. Der Dustin, der Branimir und das. Da ist noch einer. Carsten, der Sebastian. Wir sind wieder in diesem Industriegebiet. Wir sind den Zielpersonen gefolgt. Das sind jetzt drei Typen. Also die beiden, die wir schon identifiziert haben. Und noch ein dritter. Das ist mir zu heikel. Schwing dich mal sofort ins Auto und komm her. Alles klar. Gut. Ich bin hier neu in dieser Stadt. Ja? Ja. Die Leute werden mich nicht ernst nehmen. Ist das, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ich weiß. Pass auf. Beim nächsten Mal wirst du anders bezahlen. Noch. Da gebe ich mich mit dem Geld nicht mehr zufrieden. Ist das klar? Branimir und Dustin. Branimir und Dustin. Ja, die stehen jetzt eigentlich mehr nur daneben. Ne? Das Problem ist, er dreht sich nicht um, Sebastian. Er dreht sich nicht um. Ja, okay. Komm, dreh dich um, Junge. Ich habe eins von der Seite. Vom Profil habe ich. Hast du? Ja, das auch. Ja, das letzte ist jetzt nicht so. Der dackelt jetzt ab. Wieder zur Arbeit gehen, denke ich mal. Ruf mal direkt die Auftraggeberin an, ich gebe Carsten in Warnung. Der Sepp nochmal. Bist schon im Auto unterwegs? Ja, kannst wieder umdrehen, tut mir leid. Ja, wir konnten gerade beobachten, wie der Freund unserer Auftraggeberin wieder massiv bedroht wurde. Anders als beim letzten Mal waren es diesmal drei und nicht zwei Typen. Die zwei, die kannten wir schon durch den Kontakt von Carsten, aber der dritte, der ist uns nicht bekannt. Ja, wir hoffen, dass wir den dritten jetzt halt ja ermitteln können, aufgrund der Fotos, die Sandy gemacht hat und rausfinden, wer das ist. Ich halte ihn für den Kopf der Bande aufgrund seines Auftretens und weil er auch der Einzige war, der gesprochen hat. Ich habe die Detektive engagiert, weil mein Freund Lukas, der hat sich total komisch verhalten und ja, soweit die Detektive das jetzt schon rausgefunden haben, hat er sich mit einer unseriösen Geldfirma wohl eingelassen und ja, mehr weiß ich nicht. Du hast Informationen nicht. Ich dachte, die gibt mir gleich die Informationen. Ja, erstmal sorry für den Fehlalarm. Ja. Aber es waren halt drei Typen und habe ich gedacht, wenn es jetzt zum Zugriff kommt, dann ist das ein bisschen haarig für mich. Die beiden anderen kannten wir ja, aber der eine ist halt neu. Sandy hat Fotos gemacht von denen. Das ist jetzt der Typ, der hatte eigentlich so quasi die Hosen an. Ja. Also die anderen beiden, der Branimir und der Dustin, die haben sich eher zurückgehalten. Okay, also er stand im Mittelpunkt, aber der... Ganz klar, er stand in der Mitte, die anderen Jungs links. Und jetzt, er hat auch nur gesprochen. Alles für mich ganz klar der Chef. Haben Sie den schon mal gesehen? Schon nein, mal? Nein, noch nie. Ich kenne diesen Mann nicht. Okay, alles da. Dann ist das jetzt die Person, auf die wir uns konzentrieren müssen. Jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt mache ich einfach eins. Jetzt rufe ich meinen Kumpel Gohan an und dann werde ich mich mit ihm treffen und dann werde ich ihm die Bilder mal zeigen und mal kicken, was er mir zu dem Mann dazu sagen kann. Ja. Das ist das Beste, was wir jetzt machen können. Ja, zum Thema Informanten, was kann man dazu sagen? Ich brauche diese Leute natürlich, weil die haben überall ihre Finger drin, so ich früher auch. Die wissen ganz genau, wenn irgendwas anfängt zu brodeln. Ich meine, was soll ich denn erst anfangen, die Kacke zu suchen, bevor sie dampft, wa? Ich meine, dann ist es ja schon zu spät. Also fangen sie an, bevor der Hund sie legt. Und dafür habe ich diese Leute, die wissen ganz genau, was sie machen. Und die bekommen natürlich von mir auch immer ein bisschen Schmackes dafür. Ja, und Informanten sind natürlich, die müssen gehegt und gepflegt werden, aber vor allen Dingen muss man sie auch immer schön schützen, denn wenn die nachher verbrannt sind, kann Schlimmes passieren. Wie oft werde ich von der Polizei fragen, woher haben sie die Informationen? Tja, die ist doch ein Scheißdreck an, sucht euch eigenen Informanten, die werde ich nicht preisgeben. Sich unterhalten ist ja nicht strafbar. Gut, Angst haben sie ihm schon gemacht. Aber da reicht ja schon die Präsenz, um mit Angst zu machen. Ja. Na klar. Hallo? Hallo, Goran, ich bin's, Kalle. Hörst du mich? Ja, ich kann, warte mal kurz, ich hab kurz nichts mehr empfangen. Alles klar. Aha, okay. Du, pass mal auf, Goran, das ist schon eine Nummer. Aber ich hätte hier auch mal ein Bild für dich von einem Typen, den würde ich dir ganz gerne mal zeigen. Vielleicht kannst du mir sagen, wer das ist und vielleicht hast du noch ein paar nähere Informationen für mich. Können wir uns heute treffen? Machen wir das morgen. Aha. Heute kannst du nicht mehr, ja? Nee, heute nicht. Alles klar, Goran. Dann machen wir das so, gleiche Stelle, wie sonst auch immer, ja? Okay, dann bis morgen. Okay, bis morgen, Goran. Alles klar, ciao. So, okay, der ist jetzt natürlich noch am Arbeiten, da kann ich jetzt nicht dazwischen funken, aber er hat schon mitgekriegt, irgendwann ahnen die Leute. Ja, ist schon ein bisschen komisch, aber dem werde ich die Bilder zeigen und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, hier auch Detektiv Stahl. Du, Pam, pass mal auf, sag mal, hat sich der Goran bei dir gemeldet? Hat er nicht? Ich stehe hier nämlich schon seit über einer Stunde auf dem scheiß Parkplatz, wo wir verabredet waren, und der kommt nicht.
Das ist nämlich total unnormal bei ihm. Okay, alles klar. Ja. Ja, ja, ist okay. Gibt das hier, gibt das Sascha. Ja, gut. Ciao. Also das ist natürlich jetzt total untypisch hier für mich. Also der Goran, den kenne ich jetzt wirklich schon 7, 8 Jahren. Und in der Zeit war der immer überpünktlich oder hat immer angerufen, wenn irgendwas dazwischen gekommen ist. Jetzt ist nicht mal das Telefon an, also da mache ich mir wirklich schon Gedanken. Und wenn ich daran denke, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da hat er ja auch hier Bedenken geäußert, dass vielleicht schon einer mitbekommen haben könnte, dass wir zusammenarbeiten. Und das ist nun mal in der Branche noch nicht unbedingt förderlich. Und ich mache mir jetzt schon meine Gedanken, was dahinter stecken könnte. Ich mache jetzt einfach eins. Ich werde jetzt einfach zu der Wohnung fahren, wo er mit seiner Freundin wohnt und mal kicken, ob die vielleicht irgendwas weiß. Also ich habe da schon wieder so ein komisches Gefühl und meistens bewahrheitet sich das. Erzähl mir, was ist los? Ja, die haben mich gestern Nacht angerufen und der Goran liegt im Krankenhaus und ja, wurde ins künstliche Koma versetzt. Okay. Warum liegt er im Krankenhaus? Autounfall oder was ist passiert? Nein, der wurde zusammengeschlagen. Der war arbeiten im Club und dann. Ja. Ist es im Club passiert? Haben Sie nein, im Club draußen, wo der Feierabend hatte, da ist er dann gegangen und dann soll es passiert sein. Aha. Also aus dem Club heraus? Ja, aus dem Club heraus. Also haben die im Club irgendwie erzählt, dass sie da Stress gab oder im Vorfeld, gar nicht, dass da welche umgelaut haben können? Nee, überhaupt nicht. Hallo. Hallo. Hallöchen. Wie geht's? Mir geht's hast du gut. Was vergessen jetzt? Oder nee, ist alles gut. Ich war gestern ja nicht hier. Carsten ist mein Name. Ach so, ja. Du, pass auf, ich bin einer der ältesten und besten Kumpels von Goran. Ich meine, hast ja schon gehört, was ihm passiert ist hier direkt vor Laden. Hast ja wahrscheinlich noch alles mitbekommen. Ja, scheiße, Mann. Meine Frage mal. Wir sind halt Jungs vom alten Schlag. Wir klären das immer und unter Deutsch, uns. Ja. Ich hab die Bullen jetzt erstmal rausgehalten. Ich will Informationen sammeln und da wäre vielleicht ganz nett. Ich meine, du hast ja selber Interesse daran, herauszukriegen, wer den Goran da draußen flach gelegt hat. Und deswegen will ich jetzt einfach mal vielleicht mit dir, wenn du eine Möglichkeit hast, ich habe gesehen, da draußen ist die Kamera, ob wir mal zusammen richtig darauf kicken können. Ich will mal sehen, ob ich vielleicht irgendwas erkenne, irgendeine Aufmerksamkeit. Ich habe es ja auch selber jahrelang gemacht. Vielleicht fällt mir ja irgendwas auf, denn ich möchte die Typen echt zur Strecke bringen. Okay, dann komm mal mit. Wir haben hinten nochmal einen Rechner, da kannst du dir was zeigen. Danke dir. Da sitzt ja mein Kumpel noch, ganz gesund und alles in Ordnung. Du tust mir mal einen Gefallen, vielleicht einfach mal so ein bisschen vorzuscrollen. Also ich habe ihn angerufen und ich will nur noch ganz sicher sein, ich denke mir eigentlich schon meinen Teil jetzt, aber so gegen 20.05 Uhr, 20.06 Uhr habe ich mit ihm telefoniert, das würde ich ganz gerne mal sehen. Ja, warte mal, lass mal gucken. Soweit. Okay. Hier, das Telefon. So, jetzt bin ich nämlich dran. Jetzt seht ihr raus. Was machen die zwei Jungs denn hier? Naja, der hätte jetzt telefonieren. Hat er dir nicht Bescheid gesagt, wa? Guck dir das mal an. Hm. Der heute auch abhimmigen zwei Fenster. Das geht doch nicht. Aha. Aha. Ja, dank der Mithilfe des Besitzers vom Club konnte ich mir die Videoaufnahmen von der Kamera ankicken, die in Auda positioniert ist, wo Goran auch arbeitet. Ja, und was musste ich da feststellen? Was ich nämlich schon befürchtet habe. Da taucht auf einmal der Dustin auf, ja, und jetzt weiß ich auch ganz genau, wer den zusammengeschlagen hat. Ja, ich meine, der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein, ich glaube nicht an Wunder. Und dann habe ich mich genau angekickt zu der Zeit, wann ich ihn angerufen habe und er ist hinterher, ja. Das ist jetzt hier eine persönliche Nummer, das ist ein Kumpel von mir, der uns auch noch geholfen hat. Ja. Und der hat uns geholfen und liegt jetzt auf dem im Koma. Auf gar keinen Fall. Das schlägt zurück. Wir bleiben jetzt hier bei der Nummer dran. Wir schnappen uns natürlich die Schweine, weil die Nummer ziehe ich mir jetzt nicht rein. Ja, ihr bleibt mir an den Typen dran. Ja, und wir müssen hier rauskriegen, wer der Drahtzieher ist. Und dann schnappen wir uns die beiden Typen da. Denn, oh, warte mal. Scheiße. Ja, bitte? Ja, hallo.
wirklich ein großes Problem. Ja. Ich bin gerade nach Hause gekommen und meine Wohnung war total verwüstet. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe meinen Freund den Lukas auch schon informiert und... Alles klar, passende Aufbaukern. Wir machen jetzt eins, um es einfach zu verkürzen. Da kommen jetzt meine Ermittler zu Ihnen, ja, und dann unterhalten Sie sich mit Ihnen. Aber fassen Sie jetzt bitte in der Wohnung noch nicht an. Haben Sie die Polizei schon informiert? Nein, die habe ich noch nicht. Okay, informiert. Dann lassen Sie das bitte im Moment auch noch. Lassen Sie erstmal meine Ermittler kommen und dann werden Sie das gemeinsam machen. Alles klar? Okay. Okay, okay, schönen Dank, Frau Kern. Tschüss. Alles verbüstet, alles auseinandergenommen und ich weiß nicht. Roher Gewalt. Ja, ich weiß nicht, also wirklich, ich bin nach Hause gekommen, die sah so aus, die haben mir die Kissen zerlegt, dann haben wir noch so einen Zettel hinterlassen. Ja, das sagt ja alles, ne? Gemeines Ernst besorgt das Geld. Ich versteh's nur nicht. Ich versteh's nicht. Und ich komme nach Hause, ich meine, die Wohnung, die haben wir doch noch gar nicht so lange. Wir werden nach was Verwertbarem gesucht haben, nach Geld, nach Infos und wollten natürlich ein Zeichen setzen. Haben Sie den Freund schon informiert? Den habe ich schon informiert, der weiß Bescheid. Und was ist das hier? Kontoauszüge von Ihnen, ne? Ja, das sind meine Kontoauszüge. Wir wollen checken, ob es was zu holen gibt überhaupt. Simone, ich bin zu Hause. Okay. Hallo, Lukas. Was ist hier denn los? Ja, komm erst mal rein, das sind die... Privatdetektive. Was sind das für Leute? Privatdetektive. Die habe ich engagiert, weil... Sebastian de Beer. Ich kam an dich nicht mehr ran. Ich wusste nicht, was mit dir los ist. Du hast dich in letzter Zeit total komisch verhalten. Und schau dir das an. Was anderes blieb mir nicht mehr übrig. Was ist los? Ich habe mir 15.000 Euro geliehen. Und zwar... du wolltest doch so gerne in diese Wohnung und... Ich hätte mir es einfach nicht leisten können und dann habe ich mir im Internet halt 15.000 Euro geliehen, damit wir beide hier einziehen können. Du hättest dir für mich kein Geld leihen müssen. Niemals. Aber ich bin mir so unsicher gewesen. Aus Angst, dich zu verlieren, habe ich es dann halt gemacht. Leider haben sie das anscheinend bei den Falschen geliehen, weil wir haben sie schon beobachtet, das wissen sie nicht. Ja, und wir haben auch selber den Eindruck gehabt, dass sie an irgendwelche Kredithaie geraten sind, dass sie mir Angst machen wollten, massiv in diesem alten Gewerbegebiet. So zwei davon haben wir schon identifiziert und bei dem dritten bräuchten wir ihre Hilfe. Haben wir Fotos gemacht und vielleicht können Sie uns sagen, wer das hier ist. Das ist der Kopf der Bande? Ach so, ja, genau. Bei dem habe ich mir das Geld geliehen. Also das müsste der Kopf der Bande sein. Ich weiß den Nachnamen aber nicht. Also der Vorname ist Kemal. Sie sehen schon, für was die Leute fähig sind. Die haben Sie schon massiv bedroht, das haben wir beobachtet. Schlagen jetzt die Wohnung kurz und klein. Das nächste wird sein, dass Sie Ihre Freundin angehen oder Sie nochmal direkt. Das muss irgendwie gelöst werden jetzt. Ja, das Problem ist halt einfach, ich muss das Geld bis morgen auftreiben. Morgen ist die letzte Frist, morgen... Das heißt? Also ich treffe mich morgen halt nochmal mit denen. Ja, wo? In diesem schickeligen Industriegebiet. Wo schon mal waren. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das Geld nicht haben. Nein, ich habe das Geld nicht. Dann mache ich folgenden Vorschlag, das mache ich ungern, aber das ist die einzige Lösung in meinen Augen. Sie treffen sich morgen mit denen. Wir setzen Sie als Lockvogel ein. Als Lockvogel? Fall. Wir sind dabei. Also mein Chef, der Carsten Stahl, wird dabei sein. Ich bin dabei, die Sandy auch. Ja. Wir behalten sie im Auge. Aber wir brauchen irgendwas Handfestes. Bis jetzt haben sie sich nur Geld geliehen und die wollen es zurückhaben. Das ist ja noch halbwegs in Ordnung. Die müssen wirklich massive Drohungen aussprechen. Wir müssen sie vielleicht angreifen. Vielleicht kriegen sie auch alle geschossen. Aber dann greifen wir sofort an. Ihnen wird nichts passieren. Also wir müssen wirklich natürlich was sehen. Polizei ist unterwegs schon. Alles klar. Hey. Komm, sein Baseballrollen, Digga, Baseballrollen. Wir müssen noch warten, dass sie angreifen. Wollt ihr uns verraten, oder? Hab ich hier nicht letztes Mal gesagt, abwenden oder noch weiter der Erdbahn? Wird es auch noch Konsequenzen? Er soll ihn bedrohen, das macht er schon. Du packst es nicht hier hinzukommen? Roter Vater, pack ihn euch! Roter Vater, pack ihn euch! Hey, hey! Geht's ihm gut? Ist okay bei Ihnen? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Alles okay. Halt die Füße still! Komm hoch, mein Freund, komm hoch. Na los, komm! Thank you.
mein Freund. Jetzt haben wir euch alle zusammen. Räuberischer Erpressung. Ach, Nötigung, ja. Körperverletzung. Nach dem letzten Gespräch mit dem führenden Arzt habe ich gehört, dass es dem Goran immer besser geht. Ja, also ich denke mal, dass sie ihn wirklich in den nächsten Tag wieder zurückholen können und aus dem künstlichen Koma wecken können. Ja, das ist ja schon mal gut, dann kann er nämlich gegen die Schweine auch aussagen. Das war ein knallharter Zugriff, keine Frage. Die Jungs hatten Baseballschläger, wir bloß vier Fäuste und ein Halleluja. Aber es hat geklappt, wie immer. Wir haben die Jungs flachgelegt, die werden es abtransportiert. Das war unser Tag.